Okay. Also wir müssen jetzt mit dem Arm... Können wir mit denen irgendeine... genau, fies hab ich. Können wir damit irgendeine Tür öffnen? Hat das Ding irgendwie... Obwohl, der ist hier schlüpft. Was soll der jetzt für ein... Was soll der für ein Kenncode oder irgendwas haben? Weiß ich nicht. Muss ich hier irgendwas... Warte mal, brauche ich hier zwei... Warte mal, muss ich den hier reindrücken? Ach, du brauchst so eine Zwei-Mann-Steuerung? Oh, er passt nicht drin durch den Finger. Musst du ihn jetzt noch den Finger abbrechen? Also die Version habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Wie viele Versionen gibt es denn davon 257? Gibt es da auch noch eine Version, wo Klumpi überlebt hätte? Wo unser Freund gewesen wäre? Okay, warte mal. Begleitet hätte? Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier an der richtigen Stelle sind. Vielleicht sollten wir... nochmal. Also ich habe ja oben im Fahrstuhl, wo wir ja Klumpi befreit haben. Da gab es ja noch einen anderen Weg. Ja. Den sind wir ja nicht lang gelaufen. Ich würde jetzt mal kurz gucken gehen... Wir haben immer noch den. Wir haben immer noch diesen Hässchen in Armen Hand. Ja, aber irgendwas müssen wir ja machen. Wink doch mal! Was? Wink doch mal für alle. Wink doch mal dem Zuschauer. Mir geht nicht. Ja, du hättest ihn retten können. Nein! Aber wie? Wir hätten ihn retten können. Wäre aber auch kein Happy End. Also schlimmer als. Also schlimmer als das kann es doch nicht sein. Hier haben wir doch jetzt. Was ist das hier? Was ist denn das? Das sind hier diese Eier. Wir können hier irgendwie an den Seiten vorbeirennen. Okay. Aber anscheinend können wir einfach nur einmal im Kreis laufen. Wobei? Kann ich jetzt hier irgendwas mit dem Arm machen? Nein. Nee, auch nicht. Aber hier hat auch eine Schiene hin, ne? Oh Gott, hier geht's auch noch weiter. Okay, wir gehen mal kurz gucken, was hier so Feines ist. Ich hab auch kein... Was sind wir denn jetzt auf einmal? Das ist komplett was für so ein Orientierungshirni wie mich, Alter. Ich bin jetzt schon total lost. Oh, warte mal, Benni. Stopp. Dreh dich mal um. Konntest du gerade mit irgendwas interagieren auf der jetzt linken Seite? Hier vorne? Schau mal runter. Ach nee, das war der Knubbel da unten. Irgendwas ist kurz so hell aufgeblitzt irgendwie. Und so, ich dachte, okay. Das wäre so ein Interaktionsding gewesen. Auch nicht. Also irgendwas muss ja mit den Lampen sein, also irgendwie Zutrittsberechtigung, I don't know. Mhm. Okay, also ja, hier können wir hier runterfahren? Nee, können wir nicht. Also irgendwo müssen wir mit dem Arm hin, ansonsten wäre die ganze Zara jetzt gerade nicht gewesen irgendwie. So die Tür, mit dieser Tür, wo du unten warst, das sah schon sehr vielversprechend aus, fand ich. Oh, was ist denn das? Ja, das ist jetzt da, wo wir das Ei hier geschlüpft haben. Ah, okay, alles klar. Hm. Ja. Wir können nämlich erstmal fahrstuhltechnisch wieder runter. Aber können wir uns noch einen Klumpi nehmen? Irgendwie, dann holen wir uns so ein ganzes Set mal zusammen. Vielleicht noch, wisst ihr, noch ein paar Beine. Super. Du hättest, glaube ich, noch mit dem anderen Raum mit ihm gemusst, dann hättest du ihn da rausholen können. Bin mir aber nicht zu 100% sicher. Ach du Scheiße. Ja, okay, egal wie, irgendwie, das ist jetzt halt unser Run und unser Run ist halt, du bist bei Benny und Steve, hier läuft es immer blutig irgendwie. Wenn es halt auch immer nicht der beste Weg ist, aber er ist blutig. So, weil wir hatten, genau, also hier oben ging es ja dann quasi weiter. Wo geht's denn hier hin? Hier sind wir gestartet. Hier fing alles an. Ja. So, und hier geht's halt auch nochmal weiter. Mann, jetzt ist so groß, Alter. Oh, was ist denn das? Mich da hin? Sieht aus wie eine offene Tür, ne? Ja, weil hier ist jetzt, warte mal. Komm ich hier rechts lang? Na. Ah, ist eine Scheibe. Okay, ja, deswegen hat es so schön geleuchtet. Schade. Gut, dann haben wir ja hier noch den einen Weg nach rechts, wo halt auch die Schiene hin lang führt. Oh, warte mal, was ist denn das hier auf der rechten Seite? Also jetzt quasi 180 Grad, genau da. Kann man hier irgendwie interagieren? Nee. Okay. Also diese abstrakten Bilder, du schaust ja an, ich wüsste doch noch nicht mal ansatzweise, was man damit jetzt macht. Irgendwie, ist das ein Spind, ist das ein Schrank, was soll das sein irgendwie? Ist das irgendwie, oh Gott. Das ist ja wie hier. Ist das? Na, wenn ich mir den Schädel da ansehe, sieht es auf jeden Fall nicht einladend aus. So. Gott. Also, das ist tatsächlich so mein drittschlimmster Platz, wo ich nicht sein will. In Videospielen.
Ich hab keinen Schimmer. Oh, hier hast du wieder Bedienfelder. Okay, warte mal, können wir hier irgendwas machen mit dem Finger? Rechts daneben hast du auch nochmal ein Bedienfeld. Nee, das will er nicht irgendwie. Du musst ihn halt die kleinen Finger abtrennen. Der kleine Finger muss ab. Nee, guck mal, hier kann ich nichts machen, weil hier fehlt was. Hätte ich ihn hier reinsetzen sollen? Das wäre wahrscheinlich jetzt die andere Variante gewesen, ne? Um Klumpi zu befreien. Oh, warte mal, da hat's was schön geleuchtet. Da drinnen gerade. Also, nee, in dem Gang daneben. Rechts daneben. Oh, Alter, ist das ekelhaft. In dem Gang rechts daneben, das meinst du? Genau, da. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt unseren Arm da nochmal reinstecken wollen. Na, vielleicht kriegen wir da einen besseren Schlüssel. Also halt eine andere Schlüsselkarte, wenn jetzt... Aha! Wir können ihn damit ausstatten. Okay. Das funktioniert mit den zwei, mit der Zwei-Mann-Schaltung oben mit der Tür. Genau, hier oben. Haha. Was? Sind wir jetzt schon... Okay, ich bin verwirrt, aber gut, wir sind... Ja, ist mir egal, wir sind alle Wege führen nach Rom. Alle Wege führen nach Rom. So, und wir müssen jetzt an die andere ran, ne? Genau, wir müssen jetzt hier ran, damit wir das vollenden. And the gate is open. Sehr gut. Oh, danke, Klumpi. Ja. Für den Arm und... Ja, wir wissen deinen Einsatz sehr zu schätzen. Rest in Peace, Klumpi. Ist das jetzt schon wieder ein Fahrstuhl hier? Das ist auf jeden Fall so ein Beförderungsband. Ach du Scheiße. Oh Gott. So, die Frage, wird sowas gebaut? Wächst sowas? Ja. Aber es ist geil, muss man mal wirklich sagen. Es ist hochgradig verstörend. Es sieht unheimlich gut aus irgendwie und die Atmosphäre, also ich habe bis jetzt keine Ahnung, wo mich das Spiel jetzt hinführt. Irgendwie, das finde ich immer ganz cool, irgendwie, wenn es halt nicht vorhersehbar ist. Ja, das ist jetzt... Wir wissen ja auch gar nichts von der Lore, also oh, nichts. Oh, Benni, guck mal nochmal kurz. Oh, nee. Oh, nee. Boobs. Nee. Oh, Mann. Gott, ich kann auch noch hier direkt... Ach, du glaubst das doch nicht, Alter. Was ist denn das? Da hinten auch überall. Guck dir das mal an. Was? Hier bewegt sich noch was. Einfach wie Müll weggeworfen, ey. Okay. Wir gehen mal. Kommen hier Gegner eigentlich? Also gibt's hier Fighting Areas? Ich weiß nicht. Also ich hab vor gefühlt 3 Jahren mal eine Demo gesehen und da konnte er sich irgendwie eine Shotgun oder irgendwas aufs Handgelenk schnüren irgendwie und dann hat er auf irgendwas geschossen. Also geh mal von aus, dass das Gegner geben wird irgendwie. Ja, okay. Ob die jetzt natürlich im fertigen Spiel ebenfalls drin sind, das weiß ich jetzt nicht. Ich rede jetzt halt wirklich von einem sehr, sehr frühen Entwicklungsstadium von dem Spiel. Ja. Also ich glaube jetzt hier einfach wahllos lang. Ja, einfach aber mal gucken, ne? Ist ja auch einfach mal ein bisschen Sightseeing. Ist ja auch ein netter Place to be hier einfach. Ne? Einfach so. Wie fühlt man sich wohl? Ist das so ein bisschen so wie Wellness hier? Ist das? Was ist das denn? Da möchte ich da ein Knöpfchen drücken. Ist das leuchtende Knöpfchen? Aber wir können ja noch nicht mal. Ich komme ja noch nicht mal rein. Es pulsiert. Naja, geht immer an und raus. Ja, dann kommen ja wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, die Gegner-Typen dann? Na, irgendwas wird verletzt. Irgendwas wird bluten. Oh, Gott, schüttelt mich echt. Ich fängt jetzt hier, Alter. Das muss so stinken, ey. Was ist das da? Ich will mir das genauer angucken. Ich will da hin! Ist das Kokon oder irgendwas, war? Ja, aber ich komme da nicht ran. Ist vielleicht doch ganz gut so, Benni. Ist auch ganz gut so. Komm ich hier rüber ran? Nein, komm ich nicht. Springen kannst du nicht, ne? Nee. Ich bin froh, dass ich wenigstens halbwegs sprinten kann, also so minimal. Schneller so laufen. So ein gigantisches Alien-Ei ist das, was sich dann öffnet. Hier? Nee, okay. Hier ist auch nichts. Ach, das ist ein bisschen neblig. Ja, das ist... Oh Gott. Hier kommen wir auch nicht... Alter, Skelett. Hier kommen wir auch nicht weiter. Okay, hier vorne ist wieder so ein Panel. Ja, das ist so, als das sieht so aus, als hätte irgendjemand irgendwie so lauter
DNA mal in so einen Mixer geworfen und einfach gekriegt, was bei rauskommt irgendwie. What? Was kann ich damit machen? Das ist ein Hoverpod, Alter. Wie geil. Okay. Achso, das kann ich jetzt nach oben, nach unten. Okay, okay, okay. Wo will ich damit hin, ist jetzt die Frage. Ey, was ist das? Achso, nach da. Achso, ich kann es nur hier rundherum. Muss ich das hier hinpacken? Ich würde sagen. Ja, ich würde sagen, ja. So, führe es zärtlich ein, Benny. Sei zärtlich. Ich gebe mein Bestes. Was? Oh Gott, und das muss da rein? Da ist gerade was aufgegangen. Da drüben. Ist das eine Energiezelle oder irgendwas? Oh je. Was habe ich gemacht? Schau mal da drüben, dieses Ding, was Ofi, genau, ist das ein Bedienelement? Ich hoffe nicht. Ja, doch. Doch, ist es. Oh Gott, Alter. Was ist das? R2-D2? Ah, okay. Wir haben... Können wir Jalousien öffnen? Warum auch immer... Okay. Brauche ich jetzt davon mehrere? So, um alle Jalousien öffnen zu können, oder reicht die eine? Das ist eine gute Frage. Also ich... Also, ich hoffe nur, dass wir niemanden wehgetan haben. Was ist das jetzt? Da weiß ich nicht. Gibt's hier auch wieder so ein Bedienpendel? Nee, gibt's nicht. Okay. Ist gar nichts, oder? Irgendwie, oder? Können wir jetzt hier rechts, wenn du rechts rumgehst, direkt hier, 180 Grad, ist da was drin? Auch nicht. Nee. Okay, warum hat sich das jetzt geöffnet? Ey, was ich mir jetzt nur noch vorstellen könnte, ist, dass wir mehrere solcher Dinger öffnen müssen. Ja. Also, dass jetzt hier zum Beispiel jetzt irgendwie das hier im Reload ist, I don't know. Wir können es mal ausprobieren. Und wir das dann... Ich verstehe, was du meinst. Ja, hier oben, guck mal, hier oben sind nämlich noch zwei weitere, die so pulsieren-mäßig. Genau, da können wir noch diese Pots einführen. So, aber die Frage ist... Ist da jetzt eins... Achso, genau, ja, kommen wir nochmal zu uns. Eventuell kommt er ja automatisch nach. Hört sich so an, oder? Nee, ich kann aber da noch nichts machen. Oder muss ich jetzt... Warte mal, oder... warte. Oh, die Steuerung. Steuerung! Bitte bleiben Sie hier. Warum kann ich... nicht verwenden? Immer noch nicht. Also irgendwas muss ich ja hiermit noch machen können. Also ich würde fast ad hoc sagen, irgendwie hier muss ein Ei nachgeladen werden, hier vorne bei uns. Ja, ich glaube, das ist auch der einzige... Wie machen wir das? Kannst du nochmal dahin gehen? Also jetzt nochmal aus der Steuerung hier rausgehen? Ja, klar. Und jetzt, vielleicht kannst du hier vorne irgendwas aktivieren, irgendwie. Hallo? Hallo, warte mal. Hier, das ist ja auch wie so eine Art Bedienpanel. Ja. Das öffnet sich dann, genau, mit dem Ding da oben. Ist die Frage, wo kriegen wir so ein Ei nochmal her? Warte mal, wenn du jetzt an das andere Bedienpanel rangehst, irgendwie kannst du eine andere Jalousie öffnen? Indem du das in eine andere Richtung drehst? Nee, das ist jetzt. Ah, das okay, kann ich nicht mehr bedienen. Alles klar. Tja, dann müssen wir so eine Eier finden. Gibt's hier noch weitere Dinger, die ich hier irgendwie. Okay, hier waren wir vorhin schon. So. Das ist das, wenn die Jalousien sich öffnen. Okay. Soll ich das hier drüber irgendwie nachladen lassen? Probier mal. Jetzt also ich frage, wie komme ich da hin? Sehe tatsächlich, glaube ich, das als einzige Möglichkeit, weil wir können ja jetzt nicht so ein Ei irgendwo hintragen. Nee, das ist richtig. Jetzt gehe ich aber hier komplett zurück. Okay, mal, jetzt bist du aber hier bei dem komischen Ding hier. Ein Klöppel. Ich kann nichts machen. Nix. So. Wenn ich jetzt ab. Hier sind ganz viele solche Viecher. Aber die sind schon integriert. Ja, das stimmt. Die sind schon drin.
So, hier komme ich nicht weiter. So, doch, warte, hier. So, kann ich jetzt hier... Ah, das wäre aber auch ein mega langer Weg, jedes Mal dann irgendwie hier nachzuladen. Weil hier ist es... Nee, kann ich nicht. Ah, wir haben kein Bedienpanel. Warum? Warte mal, kann ich doch bestimmt von der... Warte mal, was mache ich hier unten noch? Oh. Was bist du denn? Ja, Benni, ich glaube, das ist eine Waffe. Oder ein Abbau... Oh, voll Deivel, Alter. Was mache ich damit? Hat die Waffe eine Nase? Kann das sein? Also, ich weiß nicht, der erinnert mich gerade an was ganz anderes. Ist, Also, ich muss gerade mal kurz auf Maus und Tastatur wieder wechseln. Weil ich dachte, ich muss zielen, aber nee. Benni, kannst du mir mal ganz kurz die Steuerung wegnehmen? Ich muss mal kurz in den Chat rennen. Warte. So ist raus. Okay. Warte mal, kann ich hier was drücken? Aha. Kannst du da jetzt rinschnorchen? Was mache ich denn jetzt? Aha. Aha. Okay, alles. Ach, was ist das? Was? Hallo? Ist das also? Au. Benni, hat jetzt passiert aber gerade viel zu viel. Getan irgendwie? Und was hat getan? Hat er mir doch gerade wehgetan? Also, was passiert hier? Ich bin überfordert. Aber jetzt haben wir ja so ein paar leuchtende Boppels. Irgendwie können wir die, kannst du die mit der Waffe irgendwie transportieren oder irgendwie bewegen? Kannst sie kaputt machen. Ich weiß kannst du die nicht, dadurch treiben? Oh, was? Sind die böse? Ich geh weg. Hat der mich jetzt gehauen? Sind das so eine Überwachungsdrohnen? Ich würde fast sagen, irgendwie ja, ne? Also es wirkt fast so. Okay, wait. Ich mach dich kaputt, Junge. Aber die Frage ist, was haben wir davon? Also wir müssen so bestimmt kaputt machen. Ja, ich will, eigentlich will ich... Genau, was eigentlich... Was sind wir denn jetzt? Ja, wir sind wieder hier bei unserem Bedienpanel. Ach da, so. Okay. Genau, da oben ist unser Dingensbummens. So, jetzt ist die große Frage. Kannst du jetzt unten ran? Ach, guck mal, der hat den da nachgelegt. Ah. Pass auf, wir könnten jetzt nämlich hier ran. Jetzt wird's interessant, wie ich ihn steuere. Bleiben Sie hier. Geht das? Jetzt? Ach doch. Ja, 257, da bin ich ganz bei dir. Das ist halt einfach... Okay, jetzt muss ich wieder auf Maustastatur wechseln, weil ich krieg's nicht besser hin. Auf Gamepad meine ich. So, okay. Und dann den ist noch rein mit Nummer 2. Gott! Bei 257? Das sieht so schräg aus. Ja, ist es auch. Und jetzt ist der Bedienpanel draußen. So, jetzt können wir die nächsten Jalousien öffnen. Genau. Das dritte Ding her. Na, kannst du jetzt durch die geöffnete Jalousie da durchlaufen? Vielleicht finden wir da wieder einen neuen Punkt? Eventuell? So, wir können da nochmal kurz gucken gehen, weil bei dem anderen hatten wir leider nichts gefunden. Glaube ich. Oder? Also vielleicht ist das ja keine Sackgasse, aber es sieht aus wie eine Sackgasse. Verdammte Axt. Alter, wozu ist denn das da? Alter, wozu macht er das auf? Das ist doch Quatsch.
Ja, ich habe jetzt noch eine Idee, wenn wir... Okay, warte mal, ich spiele auf Maustastatur schnell umwechseln. Was war das? Okay, nee, ich dachte, ich kann hier nochmal ran. Lass mich! Ich bin weg! Ja, ja, ja. Ich glaube, ich bin auch gerade komplett falsch gelaufen. Nee, 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 nee. War schon richtig. Ja, nee, warte. Genau, weil hier kann ich mich nichts mehr machen. Ich hätte mich in die andere Richtung laufen sollen. Scheiße. Weil ich glaube, wir hätten die Waffe früher finden müssen, weil ich glaube, wir könnten jetzt nämlich auf der anderen Seite, wo wir schon vorhin mal waren, ich will nur mal ganz kurz hier gucken, ob wir hier irgendwas ein... Nee, hier kann man nichts. Können wir jetzt nämlich auch wieder was triggern. Mit der Waffe, wahrscheinlich. So wie jetzt vorhin bei dem anderen Zeus. Dass wir jetzt hier nämlich ihm das Ding hier einfallen. Ey, hey, hör auf! Einfallen. So. Dann kommen jetzt wieder wunderschöne Drohnen, die ihn wahrscheinlich beschützen und ja. Wir müssen dann wieder irgendwie dran vorbei und so. Ziemlich viele so, ja. So, und okay. das find ich schmerzhaft, wenn ich das sehe. Das ist halt so. Einfach irgendwie, verstehst du? Also, das ist, ich spreche das einfach aus irgendwie. Das hier in dem Level erinnert alles an den Lörres. Das ist ganz blöd gesagt. Also. Jetzt verstehe ich, was schmerzhaft ist. Ja, also, was das ist halt irgendwie. Kieks! Das klingt nicht gut. Die lassen auch nicht fallen, wa? Das ist halt einfach, die kannst du platt machen und das war's, ne? Genau. So, jetzt ist links, es hat sich was geöffnet. So, warte, jetzt müssen wir hier. Genau, nach links. Schirm, bleiben Sie hier? Bleiben, nein, nein, kommen Sie doch zurück. Mister. Achso, so muss ich drücken. Die Steuerung ist aber auch ein bisschen... Zuerst gewöhnungsbedürftig, war. Sieht auch relativ hakelig aus irgendwie. Ja, weil du musst dann irgendwie nach oben und dann gucken, bis es dann weiß umrandet ist. Dann musst du es bestätigen, aber das mache ich eher mit dem Pad. Aber rumlaufen tue ich jetzt, weil ich eine Waffe habe mit Maus und Tastatur, weil ich damit besser zielen kann. Ja. Also... Warum löst denn der sich nicht? Okay. Das war's. Dann wart mit uns. Oh. Werden wir da gerade verdaut? Was? Was ist. Was? Oh Gott. Ach, ja. Oh, du wirst sofort. Oh, gleich so assimiliert, Alter. Aber vielleicht kriegen wir jetzt Heilung? Also, vielleicht wird jetzt Haut raufgemacht oder so? Mein. Wirkte das so für dich? Nein. Wirkte das irgendwie heilend? Oh Gott. Was sind wir denn jetzt hier? So, wir haben jetzt so einen schönen enzymindizierten Trip jetzt. Was ist das? Sind wir in so einem Kokon? Ach du Scheiße. Ist das eine Nabelschnur? Ja, das ist eine Nabelschnur. Ach, hör auf, Alter, ey. Ich wollte heute eigentlich noch was essen. Also, der Drops ist ja jetzt so wirklich gelutscht. Ach, jetzt sind wir in so einem Ei? Oh Gott, hängen wir jetzt nur? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. What? Werden wir da jetzt irgendwie rausgelöffelt oder was? Ich hoffe nicht. Nachher fehlt uns der Arm. Ey, da vorhin, da hat sich jetzt einfach so eine Nabelschnur an dich angedockt. Wie eklig ist das denn, Mann? Ja, vielleicht können wir uns ja von der...
Oh, die ist tief drin, Alter. Zieh mal raus den Scheiß. Das sieht nicht cool aus. Ich wüsste nicht wie. Oh. Ach du Scheiße, Alter. Ach du Scheiße. Oh, haben wir irgendwo ein bisschen Desinfektionsspray? Würde ich gut finden. Oh fuck. Jetzt kickt ihr doch die armen Schweine da an, Alter. Wo sind wir? In der Wüste oder was? Ich hab keine Ahnung, fieser Wicht. Fieser Wicht, ey. Das war jetzt. Erste Verwarnung. Das sind alles Eier. Wozu soll denn das gut sein, Mann? Warum sind da draußen Eier? Ich. Wo sind wir? Auf dem Mars? Keine Ahnung. Also, was für ein Planeten sind wir hier? Ja, jetzt pass auf, wir stoßen gleich auf die verwehte Freiheitsstatue. Wie bei Planet der Affen. Okay, es geht nur diesen einen Weg hier runter. Na, dann gehen wir mal hier runter. Aber wir haben jetzt auch keine Waffe mehr, kein gar nichts. Gar nichts. Ich weiß auch nicht wirklich, ob das eine Waffe war, Benny. Das war irgendwie eklig. Ja. Warte mal, stopp, guck mal nach links. Das Einzige, was gerade. Was ist denn das? Irgendwie ist das aus lauter Körpern zusammengeformt? Schau mal nach unten. Eher aus nee. Wie Gedärme. Ja, irgendwie also, so wie Webekonglomerat, Alter. Oh Gott, Alter. Guck mal, ihm geht's ja auch nicht mehr so gut. Oh Gott, den ganzen Leuten geht's nicht mehr so gut. Okay, wir könnten jetzt nach rechts und wir können nach links. Ich bin für links. Nur mal links lang. Okay, wir gehen links lang. Ist die Luft besser. Hey Oma, grüß dich. Ja, genau. Jetzt sind wir hier schon seit einer Stunde, Alter. Das ist so übel, das Spiel, Oma. Wir spielen Scorn. Links geht's nicht weiter. Was ist das hier? Für ein Torbogen. Habe ich hier irgendwas. Ich höre doch hier irgendein Gematsche die ganze Zeit. Ist das ein Eingang? Ja, ja. Da glaube ich, müssen wir wahrscheinlich auch hin, aber wir gucken uns kurz nochmal um. Okay. Oh, hier gibt's bestimmt auch eine Menge Collectibles. Achso, ich hätte gedacht, wir können hier hoch. Ja, so. Dachte ich hoch. Aber nö, kann man nicht. Gut, müssen wir den langen Weg gehen? Ha. Das war hier hoch, wahrscheinlich. Dann hier links. Ah, wir müssen den ganz, ganz langen Weg gehen anscheinend. Einmal außenrum. Oh, da, schönes Stargate. Ja. Ach du Scheiße. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Also durchs Gate. Oder vielleicht ist es auch einfach so ein Planet, wo du einfach nur als Futter gezüchtet wurdest. Einfach als Proteinbatzen oder irgend sowas. Einfach, du bist einfach Futter für irgendwas hier auf dem Planeten. Sonst wüsste ich nicht, warum man Eier draußen an der Fassade ranklebt. Irgendwie so eine unwirtliche Ecke hier, Alter. Was soll das? Okay, hier geht's auch nicht weiter. Wollt ihr mich jetzt? Wo geht's denn hier weiter? Soll ich mich hier reinstellen? Mach nicht, Alter. Mach nicht. Die Ambient-Sound-Kulisse ist halt auch mega dicker irgendwie. Ist das ein Bedienfeld? Ja, ich guck gerade. Nee. Aber nee. Da reinkommen wir anscheinend auch nicht. Noch mal gucken, ob wir hier noch irgendwie anderweitig, ob es noch einen Nebeneingang gibt. Vielleicht. Irgendwann wurde hier auch was transportiert, ne? Also hier sind auch Schienen. Ja. Die Frage ist, was wurde hier transportiert? Und wenn ich gesehen habe, was innen transportiert wurde, will ich gar nicht wissen, was außen transportiert wurde, auf den großen Schienen. Ach du Scheiße, Alter. Wo sind wir?
Aber es sieht schon wirklich krass aus irgendwie. Also es ist, wie gesagt, Giga steckt hier wirklich in jeder Pore irgendwie. Aber es sieht wirklich, wirklich krass aus. Oh, warte mal, stopp mal. Schauen wir nach rechts nochmal. Weiter. Stopp, jetzt nach oben. Ist das ein Gebilde? Das ist eine Felsformation. Und da ist auch überall die Pamsa da dran, Alter. Egad. Wer soll denn den Scheiß wegmachen, Alter? Ey, echt. Leute. Oh, da ist ein Eingang. Hier geht's rein. Oh nein. Wollen wir da wirklich rein? Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, was besser ist. Rinnen oder draußen bleiben irgendwie. Also hier in der Situation. Wenn du da wärst. Ja, kommt auch drauf an, an was du dich erinnerst. Also, ne, wenn du jetzt wirklich nur als Futter gezüchtet wurdest, dann hast du ja auch kein Gedächtnis. Ne, das Schlimme ist ja... Oh, warte mal, da geht's hoch. Das Schlimme ist, dass du eine Art... Was ist denn das? Das ist jetzt so eine Saugröhre. Ich hab auch gerade überlegt, was ist der einzige Weg, den wir hier lang gehen können. Das Schlimme ist, dass du ja überhaupt bei Bewusstsein bist, wenn du Futter bist, irgendwie. Also... Ne, das ist ja eh eine Sache, wenn du jetzt wirklich nur als Futter gezüchtet wurdest irgendwie, du hast aber kein Bewusstsein irgendwie, du bist halt einfach... Kannst nicht denken, fühlst nichts irgendwie, Okay, was war da? Alien? Mäßig? Was ist das denn?